Die in Deutschland durch günstige Saugroboter bekannt gewordene Marke Tesfor hat einen neuen Roboter gelauncht. In den virtuellen Regalen bekannter E-Commerce-Seiten gibt es nun den Tesfor S7 Pro für 299 Euro zu kaufen. Erfrischend günstig, denn der Preistrend beim Saugroboterkauf ging in den letzten Monaten ja eher in die vierstellige Richtung. Hier der Test, danke, dass ihr dabei seid und danke an Tesfor für die heutige Unterstützung. So, Karton mal ausgepackt und entdeckt habe ich hier die Ladestation mit Netzteil, den S7 Pro, Staub- und Wassertank, zweimal Wischtücher, Seitenbürsten, Ersatzbürsten, Fernbedienung, ein Reinigungswerkzeug, Ersatzfilter und die Anleitung. Ja, Tesfor geht mit diesem S7 Pro also einen klassischen Weg ohne eine Absaugstation, was bei dem Preis natürlich in Ordnung ist. Beim Datenblatt springt vor allem der stärkere Motor ins Auge, 6000 Pascal werden angegeben, das wäre ganz weit oben angesiedelt. Inwieweit sich das auf die Reinigungsleistung auswirkt, überprüfen wir gleich. Auch die Tankvolumen der Behälter sind großzügig. Wir haben hier zwei Behälter zum Austauschen. Es ist also vom Grundsatz her kein Hybridroboter, der gleichzeitig saugt und wischt. Der Wassertank hat aber nochmal ein zweites Staubfach, also zwar ohne HEPA-Filter, aber auch da wird dann Schmutz beim Wischen reingekehrt. Also Hybrid Light, sage ich mal. Die restlichen Daten sind solide. Die Bauhöhe könnte ein paar Millimeter niedriger sein, weil einige Möbel ja exakt 10 cm unten hoch sind. Aber der Preis ist aktuell überraschend. Denn für 299 Euro gibt es diesen S7 Pro im Angebot sogar günstiger als den Vorgänger. Dazu gibt es speziell für unsere Community nochmal 10% Rabatt, also nochmal 30 Euro runter unter diesem Preis. Infos in der Videobeschreibung. Ja, aber nachdem ich die Seitenbürsten angeklickt und die Station platziert habe, gibt es erstmal drei Wege, diesen Roboter zu bedienen. Der einfachste ist die Starttaste für eine Komplettreinigung der gesamten Fläche. Das ist auch das, was ich so üblicherweise mache. Ich verlasse die Wohnung, drücke dann auf den Roboter und fertig. Option 2 ist ohne bequeme Fernbedienung. Dafür braucht ihr dann zwei von den etwas kleineren AAA-Batterien. Und hier gibt es ebenfalls die Option Start-Stopp, aber auch einen manuellen AC-Modus über Richtungstasten und Kurzbefehle wie einen Spot-Modus für eine konzentrierte Reinigung an der Position des Roboters oder auch Rückkehr zur Ladestation zum Laden und Einstellmöglichkeiten über die Saugstärke. Option 3 ist die App und die erlaubt mir, das Modell wesentlich präziser anzusteuern. Zentral ist hier der Raumreinigungsmodus, das heißt per App kann ich einzelnen Räumen verschiedene Saug- oder Wischintensitäten zuteilen und dem Roboter mitteilen, ein ganz bestimmtes Zimmer zu reinigen. Ebenso Bereiche komplett auszulassen oder nur vom Wischen auszusparen, zum Beispiel Teppiche. Und der klare Vorteil der App ist auch, dass ich die Reinigungseinstellungen automatisieren lassen kann. Also per Terminplanmodus lege ich dann fest, an welchen Wochentagen welcher Bereich auf welche Weise gereinigt wird. Die wichtigsten Funktionen einer App sind hier also alle mit drin. Davon ab gibt es dann noch eine Vielzahl an Einstellungen, die individuell für einige Nutzer wichtig sein können. Dazu gehört die Spracheinstellung auf Deutsch, für mich auch wichtig die Lautstärkeeinstellung, dass ich die runterfahren kann bezüglich der Sprachausgabe des Roboters oder ein nächtlicher Nicht-Stören-Modus. Und für Nutzer, die mehrere Etagen haben, gibt es hier laut Beschreibung die Möglichkeit, bis zu 5 Karten abzuspeichern und die smarte Nutzung über Alexa und Google Home ist ebenfalls möglich. Ja, die App-Anwendung ist soweit schon in Ordnung, die Übersetzung ist an einigen Stellen nicht optimal, aber man findet dann schon raus, was gemeint ist. Die Raumgrenzen lassen sich anpassen, Räume teilen oder verschmelzen. Dank der Lasernavigation, das sind also mehrere Sensoren, die sich in dem kleinen Turm konzentrieren, ist die Positionierung des Roboters im Raum insgesamt zuverlässig, denn der Roboter weiß so, wo er sich gerade befindet und kann die Wohnung dann Stück für Stück, Bahn für Bahn reinigen und eben auch ganz gezielt irgendwo hingeschickt werden. Die Wischfunktion ist ebenfalls in Ordnung, unterteilbar in mehrere Wasserflussstufen. Auf höchster Stufe hier mit einem vorbefeuchteten Tuch macht er bei unseren größtenteils eingetrockneten Kaffeeflecken eine gute Figur und kann diese nach einigen Durchläufen mehrheitlich entfernen. Der Boden wird ausreichend befeuchtet, wie gesagt, das ist die maximale Stufe. Ansonsten ist das eine einfach gehaltene Basiswischfunktion, die funktioniert, jedoch unverändert gegenüber anderen Tesfor-Modellen ist und auch keine speziellen Funktionen wie zum Beispiel Vibration, Schrubben oder auch so eine Selbstreinigung in petto hat, sondern erstmal hier ganz einfach gehalten. Gute Neuigkeiten dann beim Teppichtest. Ich konnte 95,6% messen. Das ist also erheblich besser als beim Tesfor S6, der bei unserem Teppichtest nur an die 50% gereinigt hatte, auch wenn das ein etwas anderer Teppich war. Der stärkere Motor könnte also hier eine Rolle spielen. Gleichzeitig hatten wir beim Tesfor S4 sogar knappe 97% gemessen. Und man muss sagen, der Tesfor S7 Pro ist hier die Maximalzeit von 10 Minuten gefahren, weil der zunächst erstmal seine eigene Position im Haushalt erkennen wollte, was bei diesem abgegrenzten Testareal einfach nicht möglich ist.
möglich ist. Gemessen am Preis finde ich die Reinigung hier ordentlich. Ja, und insgesamt handelt es sich beim Tesla S7 Pro um einen intelligenten, aber eher klassisch orientierten Saugroboter mit Lasernavigation wohlgemerkt. Die Veränderungen gegenüber dem Vorgängermodell sind nicht erheblich, denn die Karosserie scheint der Optik und dem Bau nach identisch zu vorherigen Modellen zu sein. Auch die Funktionalität wurde nicht erweitert. Neuerungen beziehen sich also hauptsächlich auf die stärkere Leistungsangabe und mit Sicherheit die eine oder andere Funktion bei der App. Prinzipiell finde ich den Weg, den Tesla gewählt hat, richtig, denn anstatt wie jetzt fast alle Marken den Funktionsumfang erheblich zu steigern, hat Tesla den Blick auf einen günstigen Preis gerichtet und das ist vielleicht auch etwas, das man als Nutzer wissen muss, denn es gibt diese Spitzenmodelle, die alles möglich können, die auch bequemer sind und den einen oder anderen Prozentpunkt in Sachen Reinigung rauskitzeln können. Saugroboter waren aber auch schon vor 3 Jahren extrem gut. Und wenn es nur darum geht, dass man eine Wohnung saugen oder auch wischen lassen möchte, dann sind günstige Roboter wie dieser Tesla S7 Pro völlig ausreichend. Denn es kommt ja dazu, dass ihr sie täglich oder auch jeden zweiten Tag fahren lassen könnt. Das ist ein einfacher, aber auch ein einfach zu bedienender Roboter. Eine Absaugstation oder eine Selbstreinigung der Wischpads ist hier nicht dabei. Bedeutet, ihr müsst den Staubbehälter regelmäßig selbst ausleeren und die Wischtücher ab und an in die Waschmaschine hauen. Übrigens, sehr positiv finde ich hier diese Ladung Staub, denn die ist von der ersten regulären Reinigungsfahrt des S7 Pro. Ich finde das sehr beachtlich, wie viel Staub der hier aufgenommen hat, da unser Haushalt einer ist, der jeden Tag von High-End-Saugrobotern gereinigt wird. Also, dass er so viel hier noch gefunden hat, hätte ich nicht erwartet. Insgesamt spart ihr deutlich am Preis gegenüber anderen Modellen, denn nicht jeder möchte 800 Euro plus für einen neuen Saugroboter ausgeben. Alternativlos ist das Modell nicht, dafür ist der Markt einfach zu groß, aber der Preis ausgehend von 299 Euro ist fair, sodass man der Marke hier eine Chance geben kann. Dazu kommt ja noch der spezielle 10% Rabatt, den Tesla unserer Community gewährt. Demnach sollte das Ding für rund 270 Euro zu haben sein. Also, ich denke, der Erfolg dieses Modells wird stark davon abhängen, wie der sich in den nächsten Monaten schlägt. Wenn das Gerät langfristig zuverlässig arbeiten kann und keine Schwachstellen offenbart, dann hat der S7 Pro gute Chancen in der aktuellen Preisklasse. Intelligent, aber back to the roots und sehr einfach zu bedienen, mit dem einen oder anderen Kompromiss, ja, aber auch leistungsstark. So lautet meine aktuelle Einschätzung. Danke euch.